zusammen, grüßt euch miteinander. Ich bin der Beat von Tesla Fans Schweiz und bin heute quasi in eigener Sache unterwegs. Ich bin im Moment hier in Zürich Höri, das ist der Auslieferungsstandort von Tesla Schweiz, mindestens der eine von beiden. Und ich habe das grosse Vergnügen und darf heute mein alte Modell X gegen mein alte Modell S gegen ein neues Model S Raven tauschen. Und ich habe gedacht, das interessiert vielleicht den einen oder anderen. Dann können wir kurz die Übergabe miteinander anschauen, mindestens dort, wo ich darf filmen. Ja, es ist ganz ein reger Betrieb hier bereits. Da wird ein Auto und das andere ausgeliefert. Ja, ich höre sagen, dass am heutigen Montag, am 30. September, ihr habt es gemerkt, es ist Quartalsende bei Tesla. Nicht nur bei Tesla, aber vor allem bei Tesla. An diesem Quartalsende sollen heute um die 150 Fahrzeuge noch ausgeliefert werden. Das war in den letzten Tagen nicht anders gewesen. Und es hoffen alle zusammen natürlich auf einen neuen Quartalsrekord. Man sieht hier, das sind die Fahrzeuge, die ausgeliefert werden oder zurückgebracht werden. Die neuen, die befinden sich dann nachher in der Halle innen. Wir sind jetzt im Auslieferungsraum bzw. im Warteraum und wie man sieht, hat es da natürlich bereits andere Leute, die ebenfalls das erfreuliche Ereignis heute werden haben. Hinten dran sieht man, wird noch geputzt und gemacht, dass die Fahrzeuge alle in perfektem Zustand sind. Da sehen wir auch eins, das meinem entsprechen könnte. Alles eine gefreute Sache. Wir sind jetzt also hier in der Auslieferungshalle und sehen, da ist ebenfalls ein reger Betrieb. Ich habe noch nicht Zugang jetzt. Ich warte hier auf meinen Delivery Manager und der geht davon aus, dass der pünktlich, das heisst in rund einer Viertelstunde, mir wird abholen. Ich habe allerdings das Gefühl, dass das Fahrzeug, das da gerade als erstes hier steht, könnte mein sein, weil es nämlich auch in dieser Konfiguration da steht, wie ich es bestellt habe, mindestens augenscheinlich. Es ist nämlich ein wunderschönes Blau mit weissen Sitzen. So, hier sind wir jetzt in diesen heiligen Hallen. Da wird also bereits geschafft wie verrückt. Und währenddem, dass mein Delivery Agent noch Vertragsdokumente vorbereitet, tue ich hier schön warten und die Aussicht geniessen. Tschüss! So, mittlerweile sind wir also bereits unterwegs auf der Rückreise. Und man sieht hier, dass der Autopilot und das Assistenzsystem im Moment nicht verfügbar sind. Das System wird kalibriert. Das ist eine Sache von schätzungsweise 20 bis 30 Kilometer. Wo das Fahrzeug muss gefahren werden, bis nachher die Systeme einsatzbereit sind. Ich bin also auf der Rückreise von Tesla. Hoppla, so. Und ich kann euch sagen, das ist einwandfrei gegangen. Ein super Service. An dieser Stelle herzlichen Dank. Das ist vom sehr freundlichen Empfang über die äußerst freundliche Abfertigung und die einwandfreie Übergabe vom Fahrzeug. Es hat keine Probleme gegeben. Es hat keine Necke im Fahrzeug. Es hat die Spaltmasse für meine Verhältnisse, für mein Verständnis in Ordnung.
alles gut. Die Unkenrufe, die man da gehört hat, kann ich nicht bestätigen. Also, Service Hell habe ich nicht erlebt. Ja, ich weiss, es ist hier auch nicht um einen Service gegangen. Das ist mir schon klar. Aber nichtsdestotrotz tun wir rauf. Alles gut bei der Übergabe. Ich hoffe, ich kann jetzt mit meinem Dual Motor Raven auch so lang fahren, wie ich mir das vorstelle. Und wir schauen mal, wie es läuft, wenn die Kalibrierung abgeschlossen ist. Zwischenzeitlich ist ja übrigens noch die Version 10 in der Schweiz eingetroffen. Die ist jetzt hier nicht auf dem Fahrzeug, also da hat es noch nicht geschafft. Allerdings, sobald ich daheim im WLAN bin, wird es eine Sache sein von wahrscheinlich nicht einmal einer Nacht und dann ist das auf dem Fahrzeug drauf und dann bin ich wirklich gespannt, was wir da Neues berichten können.